Ist was? Ja, ich wollte irgendwas machen, aber ich weiß nicht mehr was. Lauf doch nochmal ins Zimmer rein. Okay. Ich meine, komm. Und? Ah ja, stimmt, ich habe Krebs, wollte ich sagen. Was? Du hast... Enfermedad cancerosa. Weißt du schon, was du von der Make-A-Wish Foundation willst? Döner mit drei Soßen? Aufzeichnung von 1920? Big Titty Golf Girlfriend? Nein, wirklich, ich habe eine ganze Liste, to be honest. Was laberst du? Herr Meier, darf ich Sie erinnern, dass Sie laut Ihrer eigenen Aussage in der letzten Folge Krebs haben? Krebs? Ach so, du meinst, ich hab den hier. Sag hallo zu MC Barbara. Hallo MC Barbara. Das nächste Mal kannst du aber deutlicher sagen, was du meinst. Ich dachte, du wärst im Sterben oder so. Nope. Jedenfalls, ich habe das mit Krebs so gesagt, weil du damals im Tiergeschäft meintest, dass ich von der besonderen Art kein Exemplar mehr bekommen würde. Flashback. Denk dran, wir müssen noch Kaviar besorgen. Ich hätte auch Bock auf Krebs. Es ist nicht die Saison dafür, mein Lieber. Ach ja? Aber so haben wir nicht gewettet! Ah, dein Kopf, der fast so aussah wie mein Pickel. Wie könnte ich das je vergessen? Jedenfalls habe ich gehört, dass diese seltene Krebsart durch äußere Stimulierung anfangen kann zu reden. Und dass sie ziemlich aufmerksamkeitssüchtig sein kann. Hä? Kann nicht schlimmer sein als die alte Jenkins. Hey, Krustentier, spitte mal ein paar Bars. Sag mir, dass ich hübsch bin. Hol mir Mineralwasser. Beeil dich, sonst holst du dir einen Uppercut ab. Uppercut? Höher als deine Kuh kommst du eh nicht. Und der ist eh schon unter meinem Niveau. Wow, Peter könnte Battle-Rapper werden. Was meint ihr, Leute? Was machst du in unserer Wohnung? Jedenfalls... Na. Daddy Jacko hat genug Aufmerksamkeit für euch beide. Daddy? Wir fallen einfach nur von Bäumen. Wie oft muss ich dir das eigentlich noch erklären? Ich falle. Tot. For whatever reason denkt er immer, dass ich seine Rückblenden auch sehe. Euch erzähle ich eine Geschichte. Es geht um Peter und sein Freund Jacko. Sie haben ein neues Haustier, sein Name ist MC Barbara, ein neuer Charakter, let's go. Wie lang werden Peter und Barbara briefen? Das findet ihr nur raus, wenn ihr weiter schaut. Also bleibt dran für die neueste Folge, Staffel 4. Sie kommen frech auf euch zu. Ich bin Kundigung der Roadship und das war mein Recap. Singt ganz laut, hallo.